Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse in Frankfurt. Bei mir ist Salah Idinemoumidi, der Head of Markets beim Broker IG. Salah, schön, dich hier zu sehen. Ihr habt ordentlich was aufgebaut mit einer Carrera-Bahn und die Autos drehen sich im Kreis. Manchmal hat man ja auch bei den Börsen das Gefühl, dass man sich so ein bisschen im Kreis dreht. Die Märkte momentan ja eher wieder schwankend. Du sagst gerne make it or break it. Wo ist denn der DAX zurzeit für dich? Ja, der DAX kämpft gerade um eine sehr wichtige Schlüsselzone, 14.800 Punkte. Wir haben es in den letzten Tagen natürlich geschafft, wieder in die Richtung 15.000 zu gehen. Und ganz einfache These von mir, wenn wir, deswegen make it or break it, wenn der DAX die 14.800 Punkte nach unten abgibt, dann würden wir diesen übergeordneten Abwärtstrend, den wir letztes Jahr schon eingeleitet haben, fortsetzen. Ich weiß, wir haben ein Vorwahljahr, es sind weitere positive, leichte positive Zeichen am Himmel, aber die negativen Punkte, Faktoren lasten gerade sehr auf den Märkten. Sollten wir aber die 14.8 langfristig halten, also langfristig meine ich in den nächsten Monaten halten können, sind das durchaus Zeichen, die den Optimisten wieder aufwecken. Denn das Vorwahljahr ist immer ein sehr gutes Wahljahr in den USA. Die US-Amerikaner, die wählen ja ihre Rendite, sage ich immer. Ja? Das heißt, in Amerika hast du keine gesetzliche Rentenversicherung. Du schaust, was hat mir der Präsident geliefert an Rendite in dem jeweiligen, in dieser jeweiligen Legislaturperiode. Trump war hui, Biden aktuell in Rendite technisch. Pfui. Und das muss sich natürlich auch ändern und das kann durchaus auch Auswirkungen auf die Wahl in den USA haben und dementsprechend sagen wir mal, US-Vorwahljahre sind gute Aktienjahre und deswegen halten wir die 14.8, könnten wir durchaus am Ende des Jahres vielleicht so mit 5-6% am Ende im Positiven schließen. Jetzt haben wir eigentlich so einen guten Start ins Jahr gehabt. Und wir sind schon auf neue Jahreshöchststände gegangen. Dann kam jetzt wieder Bankenkrise, neue Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Auf der anderen Seite ist vielleicht die Chance da, dass der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald aufhört, dass andere Krisen vielleicht abgeschüttelt werden. Siehst du mehr die Risiken oder mehr die Chancen? Die aktuelle Marktlage ist ja, ob man Anfänger ist oder Profi, eine so interessante Ausgangslage. Wir haben so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und weitere Faktoren, die noch wahrscheinlich in ferner Zukunft noch hinzukommen. Ich sehe es so, die Belastung ist relativ hoch. Wir müssen vorsichtig sein. Schau dir die Volatilität an, die ist relativ hoch. Also wir sind eher in einer ungewissen Marktlage, die sich durchaus fortsetzen kann. Aber das ist nicht zwangsläufig damit verbunden, dass du dann auch damit einen Bärenmarkt etablierst. Wir haben es doch ganz oft gesehen, Marktmeinungen sollte man nicht handeln. Also der Markt macht die Meinung und nicht der Trader. Und es kann durchaus paradoxerweise sein, dass wir weiterhin Unsicherheitsfaktoren haben, aber am Ende des Jahres positiv schließen. Ja. Wenn wir auch mal so noch den Ausblick wagen, würdest du sagen, dass wir neue Jahreshöchststände noch mal erreichen könnten? Ich gehe davon nicht mehr aus in diesem Jahr. Da bin ich leicht pessimistisch, obwohl ich an den Börsen natürlich immer ein Optimist bin. Ich denke eher, wir konsolidieren, wenn überhaupt, auf dieses Jahreshoch, was wir schon erreicht hatten in diesem Jahr. Aber drüber sehe ich relativ geringe Chancen aktuell. Du hast ja deine eigenen Boumidi-Bänder. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert und was du da ablesen kannst? Ja, also die Boumidi-Bänder ist ein Volatilitätsindikator, mit dem ich die implizite Volatilität visualisieren will. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wie wir immer so schön sagen. Und ich habe eine erwartete Schwankungsbreite, die ich immer ermittle. Komischerweise sagen die Boumidi-Bänder auch, dass die 14.800-Punkte-Marke an der unteren Seite eine wichtige Begrenzung ist. Und umgekehrt kann man durchaus erwarten, in den nächsten 3-4 Monaten, dass man bis zu 15.700 Punkte an der Oberseite gehen kann. Und das ist so für mich dann eine Bandbreite, die ich immer wieder beobachte und schaue, was der Markt macht, weil wir ganz oft da Dreh- und Wendepunkte sehen können und in den nächsten Wochen auch wieder damit eine Prognose machen kann. Das ist ein Prognosemittel eigentlich für mich, wie hoch die Schwankungsbreite in den nächsten Monaten ist. Das kann man mit der historischen Volatilität machen. Ich mache es mit der impliziten, weil sie ein bisschen vorausschauend den Optionsmarkt anschaut. Dort, wo die Absicherungsgeschäfte getätigt werden und dort, wo natürlich dann auch wichtige, unsichtbare Unterstützungen und Widerstände eigentlich entstehen. Kann denn jeder so einfach die Boumidi-Bänder anwenden? Ja, man kann über TradingView zum Beispiel sich die Boumidi-Bänder kostenfrei, ist ein kostenfreies Tool, womit ich den
Privatanleger insbesondere, mehr visualisieren, wie man mit der impliziten Volatilität arbeitet. Als IG-Kunde kann ich die Bomidi-Bänder ganz einfach über die Per-Real-Time-Chart-Funktion auch anwenden und auch nutzen. Sagt Salah Eddine Moumidi, der Head of Markets beim Broker IG. Also noch viel Spaß. Ich werde hier auch gleich nochmal mit den Carrera-Autos ein bisschen rumfahren. Da schauen wir mal, wer die schnellste Rundenzeit hat. Absolut, schauen wir mal. Ich danke dir, Manuel. Danke dir, das war der IG Trading Talk hier von der Investmesse. Mehr Infos finden Sie noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute.